Morgen! Meine erste Nacht im Prepperbett. Ich erzähle euch mal was dazu. Nach dem Intro. Guten Morgen. Das war also die erste Nacht in meinem Prepperbett. Was soll ich sagen? Ich blicke hier in die Natur. Mal aussteigen, aussteigen. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Es ist echt früh am Morgen. Da geht gerade so die Sonne auf. Ein Träumchen. Ja, was soll ich sagen? Wie war meine erste Nacht? Wusstet ihr eigentlich, dass 90% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind? Lasst mal euren Supporter abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ruhig auf jeden Fall. Auch relativ gemütlich. Ist noch nichts ausgebaut. Oh, ich zeige euch das mal kurz. Da ist also mein Bild. Ja, ich konnte es nicht abwarten. Ich konnte es einfach nicht abwarten. Ja, was soll ich sagen? Ich konnte es nicht mehr abwarten. Ich konnte es nicht mehr abwarten und musste einfach, wollte einfach jetzt die erste Nacht mal in dem Prepper-Van verbringen. Ja, war natürlich, wie gesagt, ich habe noch nichts drin, keine Küche, nichts. Zeige ich euch mal eben. Na, also da liegt noch so ein bisschen Kamera-Equipment von mir rum. Die Kopfstützen noch von der Rückbank. Genau. Also, mein Bett natürlich nicht gemacht. Ach, wenigstens fürs Video hätte ich ja das Bett wenigstens machen können. Aber gut. Ja, die Nacht an sich. Ich habe es mir kälter vorgestellt, als es wirklich war. Gefroren habe ich gar nicht. Ich habe, wie gesagt, wie ihr gesehen habt, normale Decke, normales Kissen. Ja, es war dann teilweise so warm, dass ich so mein T-Shirt ausgezogen habe. Wie gesagt, geschlafen habe ich wirklich bombastisch, ich habe nichts gehört. Auch mal hin und wieder mein Auto, klar. Aber das habe ich jetzt nicht so für voll genommen. Trocken war es, geregnet hat es nicht. Aber nö. Ich muss sagen, es hat sich echt gelohnt, meine Nacht zu verbringen. Jetzt heißt es aber nach Hause duschen. Ganz dringend duschen. Das fehlt hier alles noch. Na? Und während ich halt so gestern Abend mich dann hingelegt habe, sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen, die ich dringend noch nachholen muss, die doch fehlen. Ne? Wasser zum Beispiel. Also ich hätte mich schon gern gestern Abend noch so ein bisschen, zumindest eine Katzenwäsche, habe das dann natürlich im Wald oben gemacht. Da ist so ein kleiner Bach. Glücklicherweise, ich bin da noch ein Stück gelaufen. Ja, aber es fehlt halt, ne? Dass das hier drin ist. Ja, viel mehr oder mit viel mehr will ich euch gar nicht aufhalten oder euch da irgendwas erzählen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Rundgang. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Kommentieren, was ihr findet, was noch unbedingt rein muss. Und natürlich abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, träumt nicht euer Abenteuer, lebt es.